Guten Morgen, meine lieben Leute. Heute gibt's eine Challenge. Und zwar eine Challenge, dass wir uns live einen Raketenstart anschauen. Und deshalb sind wir jetzt auch nicht mehr in Deutschland, sondern wir sind hier in den USA, genauer gesagt in Florida und noch genauer gesagt in Orlando. Man kann vielleicht schon ein bisschen sich denken, weil es hier ein bisschen mehr nach Palmen aussieht, dass wir hier in einem angenehmeren Klima sind. Und wir werden jetzt versuchen, das heißt ich und mein Schwiegervater, dass wir während unserer Zeit, 10 Tage haben wir Zeit, dass wir einen Raketenstart sehen, live. Und da nehmen wir euch mit. Und jetzt geht es aber erstmal ins Kennedy Space Center. Allerdings heute ohne Raketenstart. Aber das ist egal. Wir müssen da einfach hin. Einfach zum Besichtigen, weil es dort genug zu sehen gibt, auch ohne Start. Wir sind angekommen. Nach einer Stunde Fahrt raus aus Orlando sind wir jetzt am Kennedy Space Center, wo wir uns gleich mal die Raketen hier im Hintergrund anschauen werden. Später dann auch das Shuttle und den Außentank, den man hier schon sieht. Und wir haben jetzt hier ein Zweitagesticket. Ja, wir sind ja hier Nimmersatte. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall zweimal hierher. Zweitagesticket kostet $89. Das ist auch nicht so günstig, aber naja, immer noch besser als ein Eintagesticket. Das kostet, glaube ich, $75. That is a fuel pump in these engines. So, wir sind im Raketengarten. Okay, das ist jetzt die erste Raumfähre der USA, die Mercury. Wo das zumindest? War die erste. Das war die erste, 1961. An der Spitze mit Alan Shepard. Das ist gelandet. Nee, die ist nicht gelandet. Die ist nicht gelandet. Die ist nur gestartet und dann ab in Ozean. Und nur das ganz oben. Ja, nur ganz oben, nur die Kapsel. Die Seite ist das fünfmal oder ja. Sechsmal benutzt. Nee, die auch nicht, die wurde nur einmal benutzt. Aber die kam mit dem Astronauten runter. Ah, aber jedes Mal musste eine neue bauen. Ja, das ist jedes Mal eine neue gebaut, ja. Das ist zum Wegwerfen. Deswegen ist ja das, was jetzt SpaceX macht, so gut, weil man alles wiederverwenden kann. Hier haben wir eine Juno 2 Rakete, eigentlich auch eine Seltenheit. Die ist deswegen interessant, weil die hat Pioneer Raumsonden zum Mond gebracht. 59, das ist ja wirklich die Frühzeit noch. Und die hat als Antrieb flüssigen Sauerstoff und Kerosin tatsächlich. Und damit kann zumindest eine kleine Nutzlast bis zum Mond gebracht werden. Wobei so eine Pioneer Sonde, die wiegt, keine Ahnung, ein paar Dutzend Kilo. Das ist nicht viel. Das reicht nicht für einen Astronauten. Jetzt haben wir hier die Saturn 1b. Und das ist nicht die Mondrakete, sondern das war zur Vorbereitung für die Mondlandung. Und das wurde benutzt, um beispielsweise die Kapsel und auch die Mondfähre im Erdorbit zu testen. Also nicht am Mond, sondern erstmal an der Erde. Okay, das ist auch nicht ein Modell, sondern das ist eine echte Rakete, die aber nicht mehr benutzt wurde. Die war als Reserve für Skylab 4 vorgesehen, also für die erste Raumstation der Amerikaner, die kurz nach den Mondlandungen gebaut wurde. Und sie wäre auch zum Einsatz gekommen für Skylab 5, also für die 5. Mission zu Skylab. Aber zu Skylab gab es nur 4 Missionen. Neben dem Visitor-Komplex beim Kennedy Space Center gibt es auch noch einen zweiten Ort, den man auf dem Gelände besuchen kann, nämlich das Apollo-Saturn Center. Dort kommt man dann mit regelmäßig verkehrenden Bussen dorthin. Dort kann man nicht selber herumfahren, weil, naja, das ist alles Staatsgelände. Das ist natürlich ansonsten auch abgesperrt, vor allen Dingen auch deswegen, weil nebenan auch das Air Force-Gelände ist. Auf dem Weg dorthin kommt man am VAB vorbei, dem Vehicle Assembly Building. Das Gebäude wurde speziell errichtet für die Mondraketen, für die Saturn V Raketen, damit man die dort vertikal montieren kann und von dort aus rausrollen kann zur Startrampe. Das VAB ist 160 Meter hoch. Das VAB besitzt 4 große Tore, aus der die Rakete herausgefahren werden kann. Die Tore sind immer noch die größten Tore der Welt. Sie sind 140 Meter hoch. Und damit passt eben einerseits eine Saturn V dadurch und andererseits auch aktuell die SLS, das neuartige Space Launch System der NASA. Das wird da die neue Mondrakete oder vielleicht noch mehr. Das ist auch ein Teil vom Artemis-Programm. Das heißt, das VAB wird hier weiter genutzt.
Beim Apollo-Saturn-Center steht noch das originalgetreue Startkontrollzentrum von den Mondlandungen. Von hier aus wurden die Saturn-5-Raketen in den Himmel geschossen. Kurz nach dem Start hat dann das Kontrollzentrum in Houston übernommen für den weiteren Flug. Aber der Start, der wurde von hier aus kontrolliert. Und bevor ihr das Center betretet, gibt es erstmal eine Vorführung, wie das Ganze damals gewirkt hat, wenn so eine dieser mächtigen Saturn-5-Raketen abgehoben ist. Die unglaubliche, übergroße Saturn-5-Mondrakete, die hier im eigenen Apollo-Center steht, hier am Kennedy, im Kennedy Space Center. Und dabei handelt es sich eigentlich ganz klassisch um eine Drei-Stufen-Rakete, die dafür sorgen, dass einerseits die Kapsel, hier die Apollo-Kapsel, genauso wie die Mondlandefähre zunächst mal in Erdorbit kommt und dann beim zweiten Schritt auch zum Mond geschossen wird. Um eine Mondlandefähre inklusive der Astronauten bis zum Mond zu bringen und auch wieder zurück, bedarf es einer gigantischen Antriebskraft. Wir sehen hier die riesige S1C-Stufe, die Hauptstufe der Saturn V. Die ist 10 Meter im Durchmesser und hat eine Länge von 42 Meter. Das ist richtig gigantisch. Und diese erzeugt den Startschub durch die 5 riesigen F1-Triebwerke an der Unterseite. Befeuert werden diese dann mit RP1-Kerosin sowie flüssigem Sauerstoff. Diese beiden Tanks befinden sich im Inneren der Stufe. Sobald diese nach nur wenigen Minuten ausgebrannt ist, wird diese abgetrennt, diese Stufe, und dann startet die zweite Stufe, die wir hier sehen, nämlich die S2-Stufe. Diese hat 5 J2-Triebwerke, das sind ein wenig kleinere Triebwerke, die werden dann befeuert nicht von Kerosin, sondern werden betrieben mit flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff. Und selbst das reicht noch nicht ganz, um die Saturn bis in den Erdorbit zu kriegen. Da kommt jetzt die dritte Stufe ins Spiel, die S4B. Und die S4B hat dasselbe Triebwerk wie die S2, allerdings nur eins davon, nicht mehr 5. Und diese Stufe ist auch ein wenig dünner und kürzer als die vorigen Stufen. Damit kann das Raumschiff endlich den Erdorbit erreichen. Und zwar maximal 120 Tonnen Nutzlast kann die Saturn V in den nahen Erdorbit bringen. Und hier verweilt die Saturn auch erst einmal, um alle Systeme zu checken. Wenn alles passt, wird die dritte Stufe ein weiteres Mal gezündet und dann geht es Richtung Mond. Über der dritten Raketenstufe befindet sich ganz unscheinbar die Mondlandefähre hinter dieser länglichen Abdeckung. Die Mondlandefähre hat ausfahrbare Landebeine, sonst würde sie darin gar nicht Platz finden. Und vor der Mondlandefähre, dort ist das Kommando- und Servicemodul platziert. Das Servicemodul ist quasi ja die Schalt- und Steuerzentrale und das Kommandomodul ist der Teil, wo sich die Astronauten die meiste Zeit befinden. 3 Astronauten fliegen zum Mond, 2 steigen dann in die Mondlandefähre um und 2 landen auch auf dem Mond und kehren danach wieder zum Kommando- und Servicemodul zurück. Hier noch ein Blick in das Cockpit der Mondlandefähre, wo die Astronauten links und rechts stehen. Und zwar stehen, sie hatten nämlich keine Sitze dort. Warum das? Ganz einfach, damit man Gewicht einsparen kann. Hier gibt es auch noch ein interessantes Ausstellungsstück, nämlich ein echter Mondstein, der vom Astronauten Harrison Schmitt bei der Apollo 17 Mission mitgebracht wurde. Und den kann man auch anfassen und naja, der ist relativ unscheinbar, der fühlt sich an wie ein ganz normaler Stein. Bei späteren Missionen wurde übrigens auch der Luna Rover mitgebracht zum Mond. Damit konnten 2 Astronauten längere Distanzen überbrücken und auch entsprechende Proben sammeln, die eben weiter als in Fußreichweite sind. Interessant finde ich hier, dass dieser Luna Rover super instabil ist. Also unter der Erdschwerkraft würde der zusammenbrechen. So klapprig ist er. Aber da der Mond nur 1/6 Schwerkraft besitzt, ist das Ganze ausreichend dafür.
Der Lunar Rover wurde ab Apollo 15 eingesetzt. Zuvor gab es zum Beispiel bei Apollo 14 noch einen Sackkarren, um die ganzen Proben einzusammeln. Am Kennedy Space Center gibt es auch noch zwei neue Bereiche, die ich noch nicht kenne. Ich war ja schon ein paar Mal am Space Center vor einigen Jahren, aber es gibt zum einen mal das Gateway. Das ist eine große Ausstellungshalle, die zeigt, was aktuell in der Raumfahrt vor sich geht, vor allen Dingen auch in der kommerziellen Raumfahrt. Hier über der ganzen Halle schwebt eine Hauptstufe einer Falcon 9 Rakete, die ja wiederverwertbar ist. Und ja, die auch schon, so wie es aussieht, mehrere Eintritte hinter sich hat in die Atmosphäre. Und was man auch hier sieht, sind die Landebeine, dieses lange Dreieck. Das klappt aus, damit die senkrecht landen kann. Und auf der Rückseite haben wir dann noch die Raptor-Triebwerke, die auch mehrfach verwendet werden. So, hier ein Modell der SLS. Der Artemis-Mission bzw. der Artemis, dem Artemis-Programm, das ja, uns zurück zum Mond führen soll und das auch eine der größten Trägerraketen sein wird. Aber das Problem ist, dass das brutal teuer ist. So ein Raketenstart kostet 2 Milliarden Dollar und deswegen zieht sich das Ganze auch alles hin. Weil es muss auch zuverlässig funktionieren, das Ganze. Und naja, 2025 wird hier der nächste Start erfolgen, Richtung Mond allerdings. Und ich glaube auch bemannt, das wird echt spannend. Das ist die New Shepard-Kapsel von Blue Origin, dem Amazon-Gründer. Und das ist eine Kapsel, die auch gerade im Betrieb ist, und zwar speziell für Privatleute, die ein bisschen Geld übrig haben und einen kurzen suborbitalen Flug mit Schwerelosigkeit unternehmen wollen. Das dauert nur ein paar Minuten, kostet ein paar Millionen, aber es gibt genug Leute, die hier mal kurz in den Weltraum fliegen wollen. Und gleich ein paar Meter weiter eine Dragon-Kapsel von SpaceX. Und das ist ja aktuell das wichtigste Transportmittel, um Astronauten auf die internationale Raumstation zu bringen. Hier können auch bis zu 4 Astronauten dort bis zur ISS fliegen. Weiter geht's auf unserer Tour durchs Kennedy Space Center. Jetzt kommen wir zum Space Shuttle, genauer gesagt zu Atlantis. Was man jetzt hier allerdings noch nicht sieht, hier sieht man nämlich nur den großen orangen Außentank und die beiden Booster. Und das eigentliche Shuttle, das ist irgendwo da drin. Da gehen wir jetzt rein. Nach einer kurzen Showeinlage sind wir jetzt beim Space Shuttle Atlantis. Und zwar nicht irgendein Modell, sondern dem echten Raumschiff. Und was halt echt absolut erstaunlich ist, ist, finde ich immer wieder, die Größe von dem Teil. Ich meine, weil das Ding fliegt ja nicht nur in den Weltraum, sondern es kommt da wieder zurück, wird dann wiederverwertet, müssen die Hitzekacheln und so weiter ausgetauscht werden, einiges gemacht werden. Aber danach kann das Ding wiederverwendet werden und es ist echt gigantisch groß dafür, dass man dass es immer wieder gestartet ist. Und die Atlantis ist jetzt das zweite
Shuttle, das ich jetzt gesehen habe, weil in Los Angeles habe ich schon die Endeavour gesehen und die war auch nicht minder beeindruckend. Das ist natürlich ein baugleiches Schwestermodell. Hier auch cool, dass man die offene Frachtluke sieht, wo Satelliten oder irgendeine andere Fracht mitgenommen wurde oder auch das Hubble-Teleskop, das lustigerweise genau da hinten ist. Und hier über uns haben wir den Roboterarm, der auch mit dabei war, der Canadarm, auch zum Einfangen von Satelliten und zum Aussetzen. Was mich echt immer wieder überrascht ist, wie grob und unregelmäßig die Oberfläche ist von dem Schiff. Weil normalerweise bei dem Raumschiff würde man sagen, ja, das ist doch super glatt. Und nee, überhaupt nicht. 0,0. Das liegt natürlich auch daran, dass hier der Hitzeschutzschild dran ist. Hier vorne haben wir noch die Triebwerke, die Manövertriebwerke. Oben das Cockpit, unten die Luke. Schön, dass man auch in ein Cockpit-Modell vom Shuttle einsteigen kann. Wo man auch sieht, es hat ein Head-Up-Display, ja, und eine schöne Aussicht. Das wäre mal ein interessantes Bauprojekt. Das nachbauen, das würde mir gefallen. Das wäre mal nice. Hier haben wir jetzt das Weltraumteleskop, das berühmte, nämlich Hubble. Zumindest nicht das Original, aber zumindest ein Modell davon, ein 1:1 Modell. Sieht man aber auch originalgetreu aus. Was halt auch krass ist, dass das Ding ein Rieseneimer ist, ein Riesenzylinder. Seitlich noch die Solarpaneele dran. Und das Ding, das Hubble war genauso konzipiert, dass es in die Shuttle-Ladebucht reinpasst. Die allerwichtigste Frage im All ist ja erstens, was gibt's zu essen? Ja? Und zweitens, wie geht man aufs Klo? Also, und das wird jetzt hier mal erklärt. Für den Toilettengang muss man sich anschnallen, genau anvisieren, alles schön aufräumen und natürlich nicht schräg sitzen, denn das Ganze ist ein Saugmechanismus, wo man exakt sitzen muss, damit auch alles abgesaugt wird. Sonst gibt es ein Dilemma und da freuen sich dann die ganzen anderen Besatzungsmitglieder, dass sie aufräumen dürfen, weil der ganze Scheiß dann rumschwebt. Und das im wahrsten Sinne. Und deswegen gibt es eben auch eine Kamera, wo man genau zielen muss, damit man da auch trifft. So viel dazu. Das war der Tag im Kennedy Space Center, der Tag 1. Tag 2 folgt ja noch. Und grundsätzlich lohnt sich das eigentlich für jeden, der sich auch nur im geringsten für die Raumfahrt interessiert oder für den Weltraum, weil es ist einfach schön präsentiert, man erfährt einiges. Allerdings fehlt uns noch etwas. Die Challenge, live einen Raketenstart zu sehen. Und das seht ihr im nächsten Video.